Hey Leute, mein Name ist Franka und heute kommt der vierte Teil unserer Workout-Serie. Alles, was ihr gebraucht, ist eine Yogamatte und ganz, ganz viel Spaß. Los geht's! So, wir beginnen am Anfang unserer Matte. Ihr verschließt eure Hände vor dem Herzen in die Gebetshaltung und mit dem ersten Einatmen streckt ihr euch nach oben in die Berghaltung. Mit dem nächsten Ausatmen senkt ihr euch herab zu den Füßen, setzt die Hände neben die Füße auf den Boden und trittet einen Schritt nach hinten. Mit dem zweiten hinterher setzen. Halten. Als nächstes Knie, Brustkorb und Kinn nacheinander absetzen und in die Kobra gehen. Dazu setzt ihr alles auf den Boden ab und hebt nur euren Oberkörper vom Boden. Nun drückt ihr euch wieder hoch in den herabschauenden Hund und dort haltet ihr für die nächsten drei Atemzüge. Ihr geht wieder vor ins Brett, setzt ein Bein zwischen die Hände, das zweite folgt, geht wieder hoch in die Berghaltung und verschließt mit dem Einatmen eure Hände wieder vor dem Herzen. Mit dem nächsten Einatmen geht ihr wieder in die Berghaltung. Ausatmen mit den Händen zu den Füßen. Jetzt knickt ihr eure Beine, wenn nötig, leicht ein und geht mit dem Kopf zu den Knien. Der sogenannte Kniekuss. Und mit dem nächsten Einatmen richtet ihr euch wieder auf, Rücken gerade, Hände zeigen zum Boden. Wieder Kniekuss. Und mit dem nächsten Einatmen setzt ihr eure Hände neben die Füße auf den Boden und geht wieder ins Brett. Jetzt wieder Knie, Brustkorb und Kinn absetzen. Und nun gehen wir in den heraufschauenden Hund. Dazu drückt ihr eure Arme dann ganz durch. Aus dem heraufschauenden Hund gehen wir in den herabschauenden Hund. Dafür stellt ihr eure Füße wieder auf, drückt euren Hintern in die Höhe und haltet. Versucht möglichst eure Fersen Richtung Boden zu drücken und den Rücken gerade zu lassen. Noch zwei Atemzüge. Nun geht ihr wieder ins Brett und setzt den linken Fuß zwischen eure Hände. Der Sprinter. Jetzt hebt ihr eure Arme vom Boden ab und lasst sie gen Himmel zeigen. Das ist Krieger 1. Jetzt geht ihr wieder runter in den Sprinter. Ins Brett zurück. Und nochmal in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen geht ihr wieder ins Brett und setzt nun euren rechten Fuß zwischen eure Hände.
Nun hebt ihr wieder eure Hände vom Boden ab und geht wieder in den Krieger 1. Geht wieder in den Sprinter und setzt euren rechten Fuß zurück neben den linken. Geht jetzt wieder in den herabschauenden Hund und verharrt hier für 3 Atemzüge. Nun lauft ihr setzt ihr eure Füße wieder zwischen eure Hände. Es folgt ein Kniekuss. Nochmal einatmen in den langen, gestreckten Rücken. Und ausatmen in die Berghaltung. Einatmen, Gebetshaltung, Hände vor dem Herzen verschließen. Mit dem nächsten Einatmen wieder in die Berghaltung und mit dem nächsten Ausatmen Hände wieder neben die Füße absetzen. Noch einmal Kniekuss mit dem Ausatmen. Und mit dem Einatmen langer, gestreckter Rücken und atmen. Nun setzt ihr eure Hände wieder neben die Füße auf den Boden ab und tretet mit den Händen wieder zurück ins Brett. Wieder nacheinander Knie, Brustkorb und Kinn absetzen und hochdrücken in den heraufschauenden Hund oder, wenn euch das zu anstrengend ist, in die Kobra. Von hier aus wieder die Füße aufstellen und den herabschauenden Hund hochdrücken. Und hier verweilen wir diesmal für 5 Atemzüge. Nun geht ihr ins Brett, setzt wieder euren linken Fuß zwischen eure Hände, richtet euch auf, aber diesmal dreht ihr euch zu der Seite auf, Krieger 2. Als nächstes senkt ihr euren rechten Arm auf das rechte Bein und den linken Arm in die Höhe. Der tanzende Krieger. Ihr geht wieder in Krieger 2. Zurück in den Sprinter. Und setzt euren linken Fuß wieder neben den rechten. Jetzt geht ihr noch mal in den herabschauenden Hund. Und dort bleiben wir dieses Mal wieder für 5 Atemzüge. Nun geht ihr wieder ins Brett. Setzt den rechten Fuß zwischen eure Hände, dreht euch auf in den Krieger 2 und atmet. Nun legt ihr die linke Hand auf das linke Bein, die rechte Hand geht gen Himmel, das rechte Bein wird durchgestreckt in den tanzenden Krieger.
Und ihr geht wieder zurück in Krieger 2. Und zurück in den Sprinter. Nun setzt ihr wieder das rechte Bein neben das linke und geht noch einmal in den herabschauenden Hund. Noch 3 Atemzüge. Jetzt setzt ihr wieder eure Beine zwischen eure Hände, Kniekuss. Und mit dem Einatmen langer gestreckter Rücken, Hände zeigen zum Boden, ausatmen Kniekuss, einatmen langer gestreckter Rücken, ausatmen Kniekuss und mit dem nächsten Einatmen geht ihr wieder nach oben in die Berghaltung. Und wieder einatmen und in die Gebetshaltung, Hände vor dem Herzen verschließen. Wieder in die Berghaltung. Und mit dem nächsten Ausatmen Hände neben die Füße auf den Boden setzen. Kniekuss. Und mit dem nächsten Einatmen langer gestreckter Rücken. Ausatmen, Kniekuss. Einatmen, langer gestreckter Rücken. Nun setzt ihr eure linke Hand auf den Boden ab. Und versucht, euer rechtes Bein mal anzuheben. Jetzt wird der rechte Arm noch abgehoben und zeigt zum Himmel. Das ist der Halbmond. Wieder das Bein absetzen und mit dem Arm schließen. Wir gehen runter in das Brett. Kurz Knie, Brustkorb und Kinn absetzen. In die Kobra oder den heraufschauenden Hund. Darüber geht ihr in den herabschauenden Hund. Und dort verweilen wir wieder für 5 Atemzüge. Jetzt tretet ihr wieder mit euren Händen mit euren Füßen zwischen die Hände. Kurzer Kniekuss. Einatmen, langer gestreckter Rücken. Nun setzt ihr die linke Hand vor euch auf den Boden, hebt das rechte linke Bein ab, die linke Hand dazu und macht den Halbmond zur anderen Seite. Konzentriert euch nur auf die Atmung. Setzt nun die Hand wieder auf den Boden ab. Setzt den Fuß neben den anderen Fuß. Noch einmal Kniekuss. Einatmen, langer gestreckter Rücken. Ausatmen, Kniekuss. Einatmen, zurück in die Berghaltung. Einatmen, Gebetshaltung, Hände vor dem Herzen verschließen. Das war's. So Leute, das war's mit dem 4. Teil. Vergesst nicht, nächste Woche Mittwoch wieder zum 5. Teil einzuschalten.
bis zum nächsten Mal.